Willkommen Leute zu Let's Play Pokémon Tekken. Das Spiel ist für mich auch 100% blind, also ich habe es einmal gespielt, um ein bisschen reinzukommen. Aber das ist sonst für mich 100% blind, dieses Spiel. Also ich habe es nicht durchgespielt gehabt vor paar Jahren oder so. Ich habe das wirklich jetzt gerade einmal einfach getestet, also nicht jetzt, vor ein paar Tagen, vor ein paar Wochen so. Und ja, genau. Dann starten wir jetzt mit Pokémon Tekken, Leute. Okay, weil ich es ja schon mal jetzt gestartet habe. Wird jetzt dort die Frau unten links nicht mehr erklären, wie alles funktioniert und so, aber ich denke, ihr wisst das. Ich denke, die meisten von euch haben das Spiel auch schon gespielt und ja, also es ist ja jetzt nicht ganz neu, es ist erst schon 1,5 Jahre alt, aber ja, genau, das Spiel ist 2016 erschienen und ja, mal etwas anderes ist das jetzt hier. Das ist überhaupt nicht ähnlich wie die Pokémon-Abenteuer beim DS und beim Game Boy, wie es immer Standard war. Das ist einfach jetzt so ein Kampf-Pokémon-Game. Ja. Beim ersten Mal probieren habe ich es eigentlich schon ziemlich geil gefunden. Also, ja, ist mal eigentlich was Neues, ne? So, okay. Hier gibt's meine Stadt. Lokaler Kampf. Die Ferrum-Liga. Einzelspielerkampf. Training. Und Online-Kampf. Okay. Okay. Ja, ich weiß nicht, gehen wir mal in unsere Stadt rein, würde ich sagen. Hier lassen sich deine Speicherdaten einsehen und sämtliche Einstellungen ändern. Stimmt, jetzt redet sie aber noch. Das ist einfach noch so wie ein Tutorial, ne? Du kannst zum Beispiel neue Items anlegen oder deinen Titel ändern. Und außerdem deinen Pokémon-Kämpfer und deine Helfer-Teams wählen. Schau am besten immer vorbei, wenn du etwas Neues bekommen hast. Unter Einstellungen kannst du außerdem Sound und Controller konfigurieren. Probier es einfach mal aus. Okay. Genau, ja, wie ihr sehen könnt hier, habe ich auch schon meinen Starter gewählt. Und zwar Lugok. Lugok habe ich genommen. Ja, weil ich finde das Pokémon einfach nice und ist auch stark und ja, ist nice. Weil die Pokémons hier in Pokémon Tekken haben, das mit den Schwächen, das gilt hier nicht, sehr effektiv, nicht sehr effektiv, das gilt hier gar nicht. Sondern jedes Pokémon hat so seine eigene Stärke, so Technik, Angriff und Tempo war es, glaube ich. Ich glaube, die drei Sachen und ich habe jetzt einfach Logo mal genommen. Ja. Weil der hat einfach auch, das ist ein Angreifer, also Angriff hat der, am meisten, also, ist ein Angriffs-Pokémon. Und ja, okay, mal gucken, Kampfaufzeichnungen, Profi-Einstellungen, Pokémon-Einstellungen, Coach-Einstellungen, Einstellungen, ziemlich viele Einstellungen gibt's hier, ja, okay, aber ich denke, ja, ich weiß nicht. Sie sagt gerade, warum kleidest du zur Abwechslung nicht mal deinen Avatar neu ein? Wo kann man das denn machen? Ah, hier denke ich, ne, Profil, ja. Okay. Nö, lassen wir einfach mal so. Lassen wir so. Will ich jetzt eigentlich nichts machen? Dann gehen wir auch raus. Das war schon deine Stadt hier. Das war schon hier so dieser Modi. Also. Da kann man sich einfach, anders stylen, Name ändern und Pokémon-Helfer-Teams ändern und so weiter. Okay, ich würde mal sagen, starten wir mit der Ferrum-Liga. Weil das da hier, das weiß ich, das da hier ist das Abenteuer. Also gut, die Ferrum-Liga startet endlich durch.
Es handelt sich dabei um einen offiziellen Wettkampf, bei dem Kampftrainer aus der ganzen Ferrum-Region ihr Können zeigen. Die Kämpfe finden landesweit statt und werden live im TV übertragen. Da du noch nie daran teilgenommen hast, erkläre ich es dir kurz. Die Ferrum-Liga besteht eigentlich aus 4 Ligen. Jede Liga hat eine andere Ranganforderung. Okay. Rang A ist die Chroma-Liga. Rang B rot, Rang C blau und Rang D grün. Okay, okay. Alle Kämpfer beginnen mit dem Rang D. Du kannst fürs Erste also in der grünen Liga teilnehmen. Okay. Und was passiert innerhalb einer Liga, fragst du? Du kämpfst dich in Liga-Matches nach oben und am Ende gibt's ein Turnier für die besten 8 Trainer der Liga. Ah, okay. Okay. Wenn du bei einem Turnier gewinnst, kannst du beim Ligameister an einer Rangprüfung teilnehmen. Nice, okay. Das ist dann wie ein Final Boss für den Rang oder so. Ja, ich denke sowas, ne? Dann ist das wieder Boss, ja. So stelle ich mir das zumindest vor. Und wenn du die bestehst, verbessert sich dein Rang und du steigst in die nächste Liga auf. Okay. In höheren Ligen warten natürlich viel stärkere Kampftrainer auf dich. Hast du verstanden, wie das System im Großen und Ganzen funktioniert? Na, probieren geht über Studieren, ich bin sicher, das klappt. Nach offiziellen Regeln der Ferrum-Liga darfst du maximal 3 Helferteams mitnehmen. Okay. Denk daran, dass du Helferteams jederzeit in deiner Stadt ändern kannst. Los geht's, rocken wir die grüne Liga. Okay, okay. Sehen wir da oben rechts, welche Liga wir sind. Die Platzierung 40. von 40. Ja, haben ja auch noch kein Match gemacht. Ja, Geld habe ich unten rechts auch schon ein bisschen gesammelt halt wegen den Kämpfen. Habe mit jedem Charakter mal gespielt. Jeden Mal gespielt, dass ich dann weiß, wer auch genau ich nehmen werde. Ja, ich wollte mal einfach schon ein bisschen trainieren. Und okay, da kann man noch Details drücken. Okay, das sehen wir noch. Logo, unser Pokémon, Angriff, Strategie, Resonanz, Verteidigung. Okay. Okay, starten wir. Jetzt beginnt sie, die allererste Liga. Jeder hat hier mal angefangen. Hey, was ist los? Etwa nervös? Mach dir keinen Kopf, nimm einfach an Liga-Matches teil und versuch, dich nach oben zu arbeiten. Okay. Wenn du dich in den Liga-Matches gut schlägst, kannst du deinen Rang verbessern. Okay, ja, das ist ja klar. Ne, dann steigen wir auch rauf. Okay. Freien Kampf könnten wir auch noch machen. Aber wir beginnen gerade mit dem Liga-Match. Okay, kämpf dich erstmal in den Liga-Matches nach oben. Okay, gegen Pikachu ist der erste Kampf. Los geht's. Okay, jetzt können wir da Team A, B oder C wählen. Mal gucken, was die können. Okay, Molga, kann genau einen schnellen Angriff, Vorbereitungszeit, da seht ihr immer die Vorbereitung, ne? Die kann
Der ist schnell aufgeladen. Also ich habe das jetzt schon getestet bei den Trainingskämpfen, ne? Vorbereitungszeit ist einfach, wie lange das brauchst, und schnell ist einfach halt, es ist schneller voll. Flinker Distanzangriff, Tempo sinkt, Pfingst Glut, Vorbereitungszeit normal, hab kugelförmiger Flächenangriff, wehrt nachher der Gegner ab. Okay, dann noch Serpifoy. Ja, komm, nehmen wir einfach mal Team A fürs Erste. Können dann ja immer noch rumprobieren. Und jetzt beginnt der erste Kampf, Leute. Neo City. Nice auch, dass man so das Pokémon Center sieht. So. Also vorhin haben wir es ja gerade gesehen. Okay, nehmen wir mal Molgane. Okay, los geht's. Ich erkläre es aber jetzt trotzdem nochmal für die, die das Spiel doch noch nicht gespielt haben oder es noch nicht kennen, einfach. Ja, es gibt zwei Phasen, die da hier, die 3D-Phase einfach da. Und es gibt diese 2D-Phase hier, wo man zum Teil andere Angriffe ausführen kann. Und, genau. Die kann eben einem zum Vorteil sein oder zum Nachteil. Kommt drauf an. Genau. Aber jetzt haben wir sie gerade gut genutzt. Wir haben sie nämlich ausgeführt. Eigentlich ist es auch immer so, wer den Fasselwechsel ausführt, der ist eigentlich immer im Vorteil. Also nicht immer, aber muss eigentlich auch nicht sein, ne? Aber ja, es fühlt sich halt wie ein bisschen so an. Okay. Natürlich können wir auch springen und dann Luftattacken machen. Und angreifen muss man, also ich spiele jetzt mit dem Gamepad mit Y. Macht man schwächere Angriffe, mit X macht man die stärkeren. Und mit B kann man ausweichen. Alter, nice. Logo ist ja schon am Durchdrehen. What the fuck, die Bewertung ist ja kacke. Okay, ja, ist ja scheißegal. 3 Sterne ist ja nicht so schlecht. Ist auch der erste Kampf. Also ja, meiner nicht, aber ja. Bei der Bewertung muss man, glaube ich, schon sehr gut sein, wenn man dort, ja, 5 oder 4 Trainer so bekommt. Chilliger Trainer sind wir. Okay. Okay, also die Antworten von den NPCs da lese ich dann aber nicht vor. Okay, jetzt kämpfen wir gegen ein Guardua. Ja, nehmen wir nochmal das Team A. Wir haben jetzt gar keinen Helfer-Pokémon benötigt, aber vielleicht ja jetzt hier. Und mit A kann man einen Spezialangriff machen. Also da kann man einfach noch einen Angriff machen. Ja, nochmal so einen Eigenangriff. So ein bisschen der Spezialangriff vom eigenen. So, ne? Wenn ihr versteht, was ich meine. Hier gibt es natürlich auch die Mega-Entwicklungen, Leute. Dort sieht ihr den Limitbalken. Wenn der voll ist, kann man sich nachher verwandeln in ein Mega-Pokémon. Und ja, das ist eben schon heftig. Und dann ist man natürlich stärker. Und ja, die Leben füllt man dadurch auch auf. Also man wird auch geheilt wegen dem. Okay, das ist jetzt der A-Angriff gewesen. Und seht ihr, beim Phasenwechsel kann man verschiedene A-Angriffe machen. Also in diesem Spiel gibt es sehr verschiedene Attacken, die man auch ausführen kann. So, finde ich geil. Ja. Okay, Helferleiste von Pfingst ist voll. Nehmen wir ihn doch mal. Und setzen wir ihn doch jetzt mal gerade ein. Mit L setzt man den Helfer-Pokémon ein. Ich habe vorhin gerade den Faltenknopf gedrückt. Mit R schützt man sich nämlich. Und nachher gibt es aber noch andere spezielle Angriffe. Und zwar X und A zum Beispiel. Wenn ich jetzt so blau leuchte, das ist so ein Konterangriff. Und Y und B,
Das ist ein Greifangriff, der auch ziemlich reinhaut. Alter, wir zerstören die ja richtig gerade. Die haben keine Chance. Noch den Turmkick in die Fresse, Alter. Ich finde, der Logo tönt ein bisschen, ja, schon nicht scheiße, aber eigentlich schon ein bisschen blöd irgendwie. Seine Geräusche, die er macht, sind irgendwie ein bisschen unpassend. Gefällt mir eigentlich nicht so, aber ja. Level 3, nice, der Sascha. Okay, ich habe da schon mal bei Angriff einmal raufgetan. Ein Punkt, jetzt haben wir da schon 2. Ich würde mal sagen, ja, keine Ahnung. Machen wir noch mal Angriff. Und Glücksbonus. Feldtyp. Okay. Aber bringen diese Titel einem eigentlich was? Ich weiß das gar nicht. Wird man dadurch auch besser oder so? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Naja, komm. Kämpfen wir noch gegen Millie. Nachher können wir ja gucken. Nehmen wir mal Team B. Aber ich denke nicht, dass dieser Titel von Trina etwas eine Rolle spielt. Weil ich glaube, das kann man einfach austauschen. Also ich weiß das jetzt nicht. Keine Ahnung, was mit diesem Titel ist eigentlich, Alter. Ja, nach diesem Kampf schauen wir mal, ob man den Titel, ob er besser ist beim Titel, ne? Ob das die Stats verändert oder so. Okay, jetzt kämpfen wir im Grabbitland. Okay. Alter! Die ist mega krass. Das ist A unten. Die ist nice, die Attacke. Alter, aber Loco ist schon mega stark, Alter. Das ist wirklich krass. Ich will mal ein bisschen Luftattacken ausprobieren. Ich kenne jetzt die Attacken von Loco auch nicht auswendig, ne? Muss ja auch noch lernen. Ist ja klar. Komm, Serbi, voll. Ah, leider nicht getroffen. Naja. Alter, die ist mega nice, die Attacke. Alter, Loco ist ja übertrieben, Alter. Krass. Okay, Leute. Boah, okay, hier in Rang, Rang D ist wirklich nicht einfach, das merkt man, aber ist auch klar, das ist erst die erste Liga. Und jetzt haben wir sogar 3,5 Stellen bekommen, okay. Fast Level 4, fast. Okay, jetzt gehen wir mal, wenn du aus einem Liga-Match aussteigst, geht dein aktueller Liga-Fortschritt verloren. Wirklich aufsteigen. Okay, dann können wir jetzt also noch gar nicht schauen. Naja, ist egal. Ist egal. Komm, machen wir noch den letzten Kampf hier, diesen Part gegen Machomai. Gucken, was der drauf hat. Da sieht ja auch immer den Typen. Ah nein, Loco ist Standard. Machomai ist Kraft. Loco ist Standard. Oh, da habe ich mich verwechselt. Ich dachte, Loco ist auch Krafttyp. Also wenn jemand Standard ist, dann hat er so ein bisschen alles, ne? Okay, nehmen wir mal Lapras. Der braucht halt ein bisschen länger zum Aufladen, aber ja. Alter.
Alter, what the fuck? Der Kerl zieht wirklich mehr ab als die anderen, das sieht man. Ah, der hat schon Muckis, Macho, meine. Der hat schon Muckis. Alter, die A-Attacke finde ich so krass, ne? Ah, ist zu null. Aber ich finde es nice. Also die Grafik finde ich auch ziemlich gut vom Spiel. Ja, so krass ist die Grafik jetzt auch nicht, aber ja, das erste Mal, dass ein Pokémon-Spiel, also jetzt nicht ein Original-Pokémon-Spiel, aber so ein Kampf-Pokémon-Spiel, so eine geile Grafik hat, ne? Dass man die Pokémon so in einer geilen Grafik sieht. Ich finde das schon nice. Das ist schon geil gemacht. Was war das für eine Attacke? Wenn man nicht trifft, habt ihr gesehen, er fliegt dann auf die Fresse und dann müssen wir, ja, sind wir nicht ganz sicher. Oh, nice, die Pose von Logo, schau mal. Krass. 2,5, okay, das ist schon kacke, Alter. Naja, naja. Level 4. Alter, krass. Jetzt haben wir auch wieder ziemlich viel bekommen. Okay, jetzt machen wir mal. Machen wir mal die Verteidigung. Okay. Kämpfen wir noch gegen Lindsay. Jetzt nehme ich mal Team C. Ja, ich habe auch gerade auf die Zeit geschaut. Wir haben noch Zeit für diesen Kampf hier. Und what the fuck, sieht das geil aus hier. Also die Maps da, wo man kämpfen kann, habe ich natürlich immer nur die Standard-Map genommen, die erste einfach. Boah, also die anderen habe ich noch nicht gespielt und Alter, sieht das nice aus hier. In dem Vulkan sind wir da. Krasse Scheiße. Mit Edelstein, Menschen, die arbeiten nach hinten, sieht man. Nice, nice, nice. Alter, Glurak. Alter, der ist gefährlich, der Dude. Alter. Haben leider noch gar keinen Mega-Angriff ziehen können. Aber. Ja, ja. Ich denke, die kommen jetzt bald. Also, ich denke, die Gegner werden jetzt auch immer ein bisschen stärker, ne? Dann brauchen wir ein bisschen länger, um die zu killen. Und dann setzen wir auch mal das Resonanzlimit ein, also Mega-Entwicklung. Okay, das ist Y gehalten, dieser Tornado. Das ist noch nice. Alter. Fuck, Leute. Der macht uns gerade ein bisschen platt. Ey, das sehe ich jetzt gerade. Okay, jetzt haben wir Resonanz. Und wir killen den Dude mal. Mit dem Special. Nein, ich glaube, wir haben verfehlt. Ja. Okay, dann killen wir ihn noch zu. Naja. Aber die gute Frau ist schon ein bisschen ein Plaudermensch, ne? Also die spricht ziemlich viel, auch schon mit im Kampf. Klar, die will uns nur helfen und so. Aber ja. Okay, okay, komm, komm. Das Resonanz, ne, hier in der Mitte. Oder was ist das? Ja, ja, Resonanz. Nice. Okay, jetzt können wir nochmal. Und jetzt killen wir dich auch mit dem Special, oder? Ja, Mann. Alter, dreh nicht so durch. Was? Alter, wie krass war der Special, bitteschön. Logok ist richtig am Durchdringen beim Special, Alter. Ja, auch sonst, ja klar. Aber krass, Alter, die Puse auch wieder. So ein nice Pokémon, ne? In der Mega-Entwicklung auch nochmal sehr nice einfach. Und diesmal haben wir sogar 4 Sterne hingepackt. Sehr gut.
Level 5. Okay, mal gucken, was Resonanz da eigentlich ist. Verlängert den Limitzustand und erhöht während des Limits Angriff und Verteidigung. Oh, das ist aber auch noch geil. Ja, das ist auch ziemlich stark. Machen wir mal die Resonanz fertig. Okay. Und Platz 27 sind wir jetzt. Okay. Okay, okay. Nicht schlecht. Gewonnenes Preisgeld 50.000 Pokémon Gold. Nice, nice. Okay. Ja, ich glaube, jetzt hier Rang D wäre noch ziemlich einfach, aber ja, ich denke, das wird sich auch noch ziemlich schnell ändern. Also, ja, das war's mit dem ersten Part hier von Pokémon Tekken, Leute. Ich hoffe, ihr bleibt weiter dran. Ich finde das Spiel eigentlich wirklich noch ziemlich nice, macht noch Spaß und ja, also ich finde es noch nice, wirklich. Okay, bis zum nächsten Part, Leute, und ciao.